Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Factorio. Ein Spiel, das mich gerade echt mega süchtigt. Kann man nicht anders sagen, denn der Okami in der vergangenen Zeit ist noch nicht mal richtig kalt. Da nehme ich hier schon wieder auf. Liegt aber auch daran, dass ich mir vorgenommen habe, so 2 Wochen halt voraus möchte ich so wieder auf Platte möglichst haben, damit man Ausfälle im Zweifel vermeiden kann auch. Und ja, das klappt nicht gut, wenn dann, tja, keine Ahnung, ihr wisst schon, das klappt dann nicht so gut, beziehungsweise das ist das Gute, ich habe noch nicht so viel für 2 Wochen voraus, dementsprechend darf ich nochmal weiter aufnehmen, hihihi, und kann hier weitermachen. So, ich habe jetzt gerade mal geguckt, die Achievements, die Steam Achievements kriege ich nicht, weil ich eine Mod habe, nämlich meine Grafikmod. Interessant ist aber, ich habe sie gerade mal spaßeshalber einfach deinstalliert. Und hab dann für den Later kurz neu, weil neue Texturen wieder reinladen. Brödel, rödel, knüdel, knüdel. Und da habe ich sie nachgekriegt. Hat mich gefreut. Das heißt, ich habe die Texturen dann wieder aktiviert. Sprich, werde mit Texturen spielen und wenn die irgendwann mal zwischendurch mal deaktivieren, damit ich die Achievements dann nachkriege. Und dann läuft das doch auch. Ah, diese Musik, diese. Ah, ich weiß nicht, diese Musik gefällt mir so gut. Den Soundtrack. Kann man den eigentlich nicht extra holen? Den würde ich fast gerne auch, wenn ich irgendwann mal wieder zu Minecraft. Böses Thema für viele von euch anscheinend. Ah. Würde ich ja fast gerne mal wieder losgehen. Alter, hier kommt gar nicht genug an. Ja, also, das finde ich jetzt aber mal nicht so gut. Aber da, wie gesagt, hier müssen wir so viel noch umbauen. Wir brauchen eine permanente Stahlproduktion. Ne? Wie war das? Wir müssen jetzt das nächste Mal die blauen Fläschchen machen. So, und da wollten wir ja so ein bisschen gucken, wie, was, wo, optimal und poptimal. Für die blauen Fläschchen, rote Circuits, da sind die brauchen grün und Plastik und Kupferdraht. Okay, das hieße, ich gehe mal von hier aus. Würde ich jetzt hier noch eine hinbauen. Hier haben wir Kupferdraht, Kupferdraht haben wir hier auch, weil Kupferdraht kommt von dort, das heißt Kupferdraht. Kupferdraht, nur Plastik, also Kunststoffstangen. Ich habe wieder vergessen, die Sprache umzustellen. Kann ich das nicht on the fly machen mal? Meine Güte, Audio, Tastatur, sonstiges. Sprache braucht Neustart, nein. Irgendwann muss ich dran denken. So, ja, was wollte ich jetzt? Achso, ja, wir haben hier Kupferdraht, Plastik müssten wir theoretisch auch dann hier irgendwie herkriegen. Aber dann könnte, und die grünen Chips haben wir hier auch, das heißt die Bananen, das heißt hier könnte man rot bauen. Goodie. Ja, wir sind jetzt hier echt noch da. Das wird noch so dauern. So, dann kommt die. Und dann brauchen wir auch wieder hiervon. Welche? Eieiei. So, mal kurz überlegen. Können wir mal schon aufmachen. Dann sehen wir mal, wie viel wir noch zu craften haben von Hand. So, das heißt, da kämen dann die roten Chips raus. Die brauchen wir, das wäre dann fertig. Motoreinheiten bräuchten wir dann. Für Motoreinheiten bräuchten wir Stahlträger. Das heißt, wir müssten hier vielleicht eine Stahlträgerproduktion hin. Das wäre dann hier, ne? Das richtig sehe, hier käme dann Stahlträgerproduktion hin. Die Zahnräder könnten wir abgreifen, ist kein Thema. Und hier käme dann Rohrproduktion hin. Unser Eisen wird verdammt wenig. Wir brauchen mehr Eisen. Das reicht vorne und hinten nicht, das kann ich jetzt schon sagen. Aber dann wären wir hier. Und dann müssten wir hier das Möterchen hinsetzen. Okay. Und dann bräuchten wir noch die Erzförderer. Wo haben wir sie denn? Hollösche, Popösche, die sind hier. Die müssten sogar zuerst kommen, weil Circuits und Zahnräder. Da brauchen wir aber dann theoretisch nur noch eins mehr. Und dann könnte hier die Produktion für die blauen Fläschchen. Ach du Scheiße. Das wird lustig. Hey. Ah, Huste, Hust. Das könnte echt lustig werden. Noch produzieren wir gut über. Die blauen Fläschchen schmeiße ich gleich mal hier unten wieder rein, damit hier so ein bisschen weiter geforscht wird. 1, 2, 3, 4, 5. Und die fortgeschrittene Ölverarbeitung etwas flotter vonstatten geht.
Na, wir brauchen noch mehr davon. Wir brauchen noch mehr. Eieiei, okay. Das heißt, hier würden wir so... Das würde echt komplett 3 Missionen brauchen wir dann für eine Farbe. Ja, kann man ja aber machen, ne? Das heißt, hier wäre dann Le Final. Man könnte jetzt natürlich sagen, hey, mach doch mal alles mit Logistikrobotern. Aber ich... Hau den noch nicht so 100% rüber ins Werk, weil ich mit denen auch noch gar nicht gearbeitet habe. Was der Bauer nicht kennt, ne? Und so weiter. So, ja. Und ansonsten, wie gesagt, Minnekraft abgeschrieben ist es nicht. Es ist halt im Moment einfach nur pausiert. Damit nochmal der Hinweis an dieser Stelle. Damit ihr nicht zu traurig seid, es wird mit Sicherheit irgendwann wieder kommen und weitergehen und überhaupt und alles. Und dann wird es auch ganz wundervoll wieder. Aber bis dahin, jetzt erstmal das hier. Mal gucken. Mal gucken. Wie, ich sag mal so, man kann es ja nie vorhersagen. Mein Ziel ist es hier auf jeden Fall. Ich möchte, das mag ich gerade jetzt hier auch an Factorio. Wie gesagt, ich hatte ja immer bei Minecraft. Ihr seht, ich versuche jetzt dieses Labern hier so ein bisschen reinzukriegen, weil ich nicht gerade konzentriert arbeiten muss. Das heißt, dass wir hier dann auch ein bisschen Laber und Palaber immer mit drin haben. Ich versuche halt hier wirklich das auch so ein bisschen mit reinzukriegen. Und ich habe halt im Moment, bei Minecraft hatte ich dann zuletzt vor dem System tot halt das Gefühl, teilweise, oh, du musst jetzt wieder eine Folge aufnehmen. Und das ist genau das, was ich eigentlich nicht möchte. Nicht müssen. Ich weiß, es ist, schadet wahrscheinlich meinem Kanal sogar immens, dass ich es nicht aufnehme im Moment. Weil es immer noch mit das am meisten geguckte ist. Das ganze Minecrafte, aber nö. Es ging einfach irgendwie nicht mehr so. Wir brauchen hier 3 Sachen. Das heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall auch 2 Fließbänder außenrum. So, okay. Jetzt müssen wir mal kurz... Packen wir das mal kurz dahin, das kurz dahin. Da. Wir brauchen Fließbänder und Zahnräder waren es, ne? So. Ja, und das ist genau das Problem, was ich, wie gesagt, schon ein paar Mal gesagt habe. Das möchte ich nicht haben, dieses Gefühl. Und hier habe ich es nicht. Das hier, man sieht es ja daran, dass ich jetzt so viel aufeinander auch aufnehme. Ich will es einfach aufnehmen. Es macht mir so mega Spaß gerade, dieses Spiel hier. Und ich verstehe echt nicht, wie ich mich da so lange verzieren konnte. Das ist mir ein Rätsel. Ein großes Rätsel. Was es zu erkunden gilt. So. Rablamo. Ach komm, machen wir hier voll. Halt! Stopp. Zack, zack. Nix. Wenn ich will die Zahnräder haben, dann geht's wenigstens schnell. Rums. So, wo sind sie wieder? Da sind sie. Zack, 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 zack. Zack, ja, okay. Und das eine können wir abbrechen. Und hier, wie gesagt, es macht so einen Spaß. Dieses Geknobel, wie optimiert man das hier alles richtig? Und es macht im Moment einfach riesig Spaß. Und ja, ich, so in manch einer ruhigen Sekunde, muss ich aber zugeben, vermisse ich ein bisschen das liebe Minnekraft. Vor allem live in der Wolfspack, was dann halt zuletzt erst begonnen war und noch relativ frisch war. Die Welt da, wo man so viel schönes Fantasy bauen kann, die vermisse ich schon. Und ich glaube, es wird auch nicht ewig dauern, bis ich sage, okay, ich habe jetzt aber wieder Bock da drauf. Aber wie gesagt, im Moment einfach mal ein kleines bisschen Abstand. Und der tut manches Mal auch gut. So. Zack. Hier kommen sie dann raus. Das wäre dann ja, wenn es da mal irgendwann nach Adam Riese und Eva Zwerg geht. So. Das wäre dann so diese Reihe. Ich plane aber schon mal, dass das hier losrennen kann, wenn alles ankommt. Mm-hmm.
Ja, ich glaube, da haben die hier im Zweifel einfach den Vorteil, dass sie jetzt die Ersten sind, die ankommen. Und da noch keine anderen Science Packs gemacht sind. Im Übrigen, warum ich keine Alien-Artefakte sammle, die wurden rausgenommen. Das war ich jetzt, weil ich. Es hat mich einfach ge. Oh, verdammt, wo sind die? Das kann doch nicht wahr sein. Und so weiter und so fort. Die sind entfernt worden. Das ist der Grund. Und hier, so, jetzt kurz gucken. Wir brauchen schon wieder Eisenplatten, glaube ich. Ja, gut, das läuft auch schön voll hier. Gib mal her den ganzen Ranz. Nein, die wollte ich nicht. Die wollte ich nicht. So, egal. Die hier will ich aber. Jawohl. So, einfach mal wieder so ein bisschen leer gemacht. Eisen haben wir. Kupfer kann man auch noch mal ein bisschen gebrauchen. Zack, zack. Zack, 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 zack. Das Schwierige ist, dass ich mich hier echt mehr konzentrieren muss. Das merkt man auch. Das merkt man auch. So. Zahnräder weg. Was brauchen wir noch? Die haben wir auf massig. Die haben wir noch massig. Davon können wir ein paar gebrauchen. Die Legenden haben wir noch gar nicht gebraucht. Hier haben wir ja schon die Stapelgreifer. Die sind natürlich auch verdammt interessant, ne? Wenn man dann noch schnell mit den viel zu teuren Doppelbeinschaltkreisen voll yay, Stapelgreifer macht. Weil der ja halt mehr nehmen kann. Das heißt, die Dinger könnten interessant werden, noch als Steigerung hierfür. Schnell und stackbar. So, ein bisschen starr. Joa, kann man auch mal wieder ein bisschen mitnehmen. Was ich mal wieder gucken muss, hier leer machen und mal wieder rüberbringen, damit unsere Plastikproduktion, weil das wird noch der Knackpunkt, das Plastik hier rüberkriegen. Das wird im Zweifel erstmal wirklich Hanftransport, wie ich es jetzt gerade mache. Weil durch die. Na gut, das müssen wir gucken, ist das zu viel? Ist das genau richtig? Stimmt ja, ihr seid voll. Hahaha. Schweröl zwar noch nicht, aber Leichtöl ist auch voll. Aber wir haben erstmal gut Plastik. Nein, so viel wollte ich gar nicht. So viel wollte ich jetzt gar nicht. Oh, nice. Plaste mitnehmen. So, Plaste, Elaste. Eins, zwei, drei, vier. Sollte mir erstmal genügen. Zack, 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 zack. Dann kannst du anschließend da erstmal wieder rumspielen. Dann das wird auch noch ganz mannig lustig, faltig. Ja. Okay, hier müssen wir erstmal. So. Einfach schon mal hier, damit dann hier alles losrennen kann, wenn es soweit ist und die Flaschen dann kommen. Okay, so, ihr braucht die da, die Motoren und das wird lustig noch. Und jetzt müssen wir halt, wie gesagt, rückwärts gucken, wie wir das am sinnvollsten machen. Rote Zirkel, zeige ich schon gesagt, müssten ganz oben hinkommen. Die Dinger wären auch weiter oben. Und die Motoren wären dann theoretisch hier unten Rohr. Das heißt, hier kämen Motoren hin. Die motorige Endproduktion. Motoren brauchen drei Komponenten. Oh, das wird hier eng. Ich hoffe, dass das trotzdem
Na. Ah. So, da sind sie leider schon wieder alle. So. Zack, 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 zack. Die Motoren, die könnte man ja tendenziell... Genau, dass wir die Motoren einfach außen drauf leiten. Kürzester Weg. Na, kürzester Weg und ohne großen Widerstand. Was ist denn so? Zack, 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 zack. Jetzt merkt man zum Beispiel wieder, dass ich jetzt gerade eher wieder im Konzentrationsmodus bin. Ja. So. Motörchen. Motörchen. Stahlproduktion. Zahnräder können wir direkt drauf leiten. Und Eisenrohre. Die können wir echt ohne große Umschweife. Ohne große Umschweife brauchen wir da trotzdem noch so ein bisschen. Ich glaube, die da breche ich nochmal ab. Davon machen wir nochmal ein paar. Davon machen wir nochmal ein paar. Davon auch nochmal. Dann muss ich mir jetzt erstmal ganz viele Zahnräder wieder einsacken und normale Fließbänder. Falls ich nicht mehr viele habe. Ich habe echt nichts mehr. Ich habe sie aufgebraucht. Das ist auch mal schön. Halt, hier sind die Ärmchen. Wo sind die Fließbänderchen? Da sind die Fließbänderchen. Los, produziert! Steckt sie mir rein! Ja! Finde ich gut. Und ich werde jetzt auf jeden Fall mal darauf achten, dass ich bei 30 Minuten bleibe. Ihr könnt uns so mal schreiben. 30 Minuten okay für das Projekt hier oder viel zu viel und lieber 15 bis 20. Das wäre so ein Sommer. Fragt da noch 2 Wochen. Ja, aber könnt ihr ja trotzdem mal kundtun. So. Na ja, gut, wie viel haben wir dann? Nochmal 4 Stück davon, da sollten erstmal reichen. Eins würde ich noch ganz gerne haben. Und eins davon. So, und jetzt kommen wir hier wieder. Zack, 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 zack. Ja, gut. Das eine Zahnrad sei ihm mal gegönnt. Vorhin sind das ja alles nicht viele. Was macht unser Strom? Dem geht's gut. So, richtig gut. Verstehe ich nicht. Das ist... Ja, ich glaube, ich sollte mal ein paar Zahnräderchen mir holen. Weil rote Fließbänder brauchen wir halt wirklich massenweise. So, la 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 la. Zack, 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 zack. Zack. So, ja, gut. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Was fehlt euch hier? Die langen Grabbelärmchen. Da müssen wir noch mal ein paar von herstellen. Das heißt, wir holen uns jetzt einfach mal ein paar von den fertigen Ärmchen und sparen dadurch ein bisschen Produktionszeit, die ja hier sind. Stück ist doch ganz gut. Dann können wir mal sagen, zack, zack, 10 Stück hierfür. Dann holen wir uns auch noch hier mal so ein bisschen. So. Zack, zack. Zack.
Zack und zack, zack. Da müssen wir ein paar Zahnräder bauen, aber das ist mir jetzt gerade sogar egal. Da, 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 da. Ich mag diese Musik so. Mission blaue Zahnräder, ja, blaue Ingenieurskunst. Wissenschaftsfacts. Muss voranschreiten. So, und ihr braucht Zahnrädchen. Zahnrädchen kommen hier ja eh in fast schon Massenware an. So. Das heißt, wir haben schon mal die Zahnrädchen. Zahnrädchen sind im System. Als nächstes fehlen Rohre. Das heißt, hier kommt jetzt die Rohrproduktion hin. Rohre braucht zum Glück nur Eisen. Das heißt, wir müssen jetzt auch echt mal eine Eisenader hier rüberziehen. Brauchen wir so und so für beides. Für Eisen und Stahl. Und wie gesagt, so langsam, glaube ich, müssen unsere Hauptadern auch durch schnelle ersetzt werden. Denn das wird wahrscheinlich sonst hier ein bisschen übel böse, so langsam. Komisch, solange ich jetzt hier bin, aber schon lange kein Angriff mehr hier auf der Seite gekommen, oder? Wir haben sie gut zurückgeschlagen. Ja, 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 ja. So. Rein. Rein. Raus. Raus. Zack, zack, raus. Raus. Rein. Rein. So. Das ist gut. Das ist gut. Und zack und zack. So. Dann kommen die hier ran. Moment. Was kommt jetzt hier ran? Die Rohre, würde ich sagen. Ja, hier kommen Rohre. Das heißt, ihr seid Röhrchen. So. Nee, nicht wegfahren. Unsere Tür hier ist auch super, da werden wir mit Sicherheit zukünftig mit Panzer oder irgendwas rauskommen. So, das läuft. Das kommt dann hier innen an, wenn es mal läuft. Und du brauchst eigentlich, so was habe ich jetzt gesagt, Rohre, ne? Mann, Röhrchen, 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 da. Eisenplatten. Und jetzt kommt das Pünktchen, dass wir die hier so langsam hier echt doppelseitig herliefern müssen. Wo könnte ich da jetzt weggehen, ist die Frage. Ich müsste jetzt irgendwie entweder noch eine Abzweigung hier vor, dann hier so quer rüber, wäre die Möglichkeit. Wahrscheinlich auch am Ende wird. Vor allem habe ich dann hier auch das Eisen. Könnte ich mit zwei Splittern. Boah. Es ist so garstig auf Dauer mit so viel Splittern hier arbeiten, ne? Aber uns bleibt im Moment ja nichts anderes übrig. So. So, das ist dann. Da kommt's Eisen an. Wo mache ich denn hier am besten den Splitter? Am besten schon hier vor, oder? Ich weiß ja, dass ich noch einen brauche. Zack, kommt das Eisen von hier auch noch mit an.
So langsam bandvoll es geht. So, was da jetzt im Endeffekt passieren wird als nächstes. Stahlproduktion ist ja das nächste, was dann hier hinkommt. So und so mal ganz gut, dann haben wir mal eine. Aber die ist, die wird nicht so mega effektiv sein. Noch nicht, solange wir uns halt die richtigen Öfchen fehlen. Das ist dann auch so schön, die kommen dann einfach, das wird dann also von vornherein eigentlich so schon geplant. Das wird, das muss dann halt, sobald wir dann die Lichtbogenöfen haben, nochmal kurz umgenockelt werden und dann ist die Sache eigentlich auch schon wieder gegessen. Ritz. Und ich hoffe, dass sich das hier dann alles am Ende halbwegs vernünftig einläuft. So, machen wir so. So. Ha, eins wieder über. Jetzt haben wir vier. Oh, müssen wir eins herstellen. Egal. Die brauchen wir ja auch wiederum. Das heißt, in diesem Areal werden dann zum ersten Mal keine von diesen Montageeinheiten stehen. Sondern in diesem Areal kommen später die großen Öfen hin. Im Moment dann halt die kleinen, die ich ja massenweise noch irgendwo eingelagert habe und deswegen jetzt nicht nochmal herstellen werde. Jetzt können wir hier mal wieder gucken, ob hier alles läuft. Ja, Kohle läuft absolut voll, ne? Ist doch schön irgendwie. Upsala. Nee, ist dann auch gleiche Band, ist doof. Damit es ein bisschen besser doppelt befeuert wird hier. So. Das geht doch. Okay, unsere Notfallkohle. Und 1, 2, 3, 4 wird es erstmal geben. Obwohl ich jetzt im Moment könnte ich sogar 6 da reinsetzen. Aber das geht dann halt wieder alles nicht auf. Ja doch, ist eine Linie, würde aufgehen. So, Stall. Dingel, 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 Dingel. So, Stall und Stall. Problem ist ja, die sind natürlich auch noch Kohle befeuert. Hätte ich jetzt mal mitnehmen können. So, okay. 1, 2, 3, 4. Wie komme ich hier wohl durch? Da. Gut. Dann haben wir das aber auch schon mal. Und wie gesagt, theoretisch könnte man das ganze Fließbandsystem hier später auf Drohnen umarbeiten. Also, das ist kein Thema. Das sollte tendenziell echt funktionieren. Aber ich weiß noch nicht, ob ich auf die setzen will. Vielleicht dann im kleinen Maßstab erstmal zum Testzweck. Okay, so, hier ist jetzt erstmal noch ein bisschen anders aufgebaut. Das wird dann aber ruckzucke umgemodelt noch. Okay, so. Raus, raus. Rein, rein.
Gut. Was fehlt noch? Das Ausgangsmaterial, was hier ja schon eigentlich wartet. So. Zack und zack. Stahl. Das letzte, was dir fehlt. Jetzt muss ich noch gucken, wo ich den Stahl anliefere. Vermutlich hier. Das könnte zum Beispiel mal sein, dass ich jetzt zum ersten Mal wirklich sage, ich gehe hier durch die Mitte runter. Weil es einfach möglich ist. Und ansonsten würde ich außen rumgehen, aber also es spart mir im Endeffekt Platz. Und genau dafür bietet sich halt diese Bauweise. Keine Ahnung, wie die Profi-Factorio-Spieler sowas finden würden. Da hatte ich keinen Schimmer, aber mir gefällt sie. Und mir leuchtet sie halt auch echt gut ein. Und jetzt macht man hier einfach einen kleinen Tunnel. Zack. Und schon hat man alles, was man braucht. Kommt natürlich alles noch sehr langsam an. Weil die hier nun echt nicht flott sind. Ich überlege gerade, ob ich übergangsweise... Warum habe ich eigentlich die genommen? Kann mir das jetzt mal einer erklären und nicht den Hochofen? Kann mir das jetzt mal irgendjemand erklären, warum ich so einen Unsinn gemacht habe? Nee, ne? Vermutlich nicht. Was bräuchte ich denn da noch? Ziegelstein! Marmor, Stein und Ziegel bricht. So, Unsinn. Aber auch. So. Zack, zack. Können wir zwei herstellen. Zack, zack. Können wir vier herstellen. Sind die alten, müssten die alten ja weg sein, oder? Hä? Warte mal. Ah, nee, die gehen dadurch ja gar nicht weg. Naja. Haben wir das mal wieder oben im Inventar. Die wird man aber auch nicht los, diese kleinen Quälgeister. So. Zack, 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 zack. Zack, 45 Rinder. Da, 50 rein, keine Ahnung. Irgendwie muss es ja in die Aufteilung passen. Ja. Die sind jetzt natürlich flotter. Gut, was ich jetzt mache, ist theoretisch echt unnötig, weil wir müssen es uns so hier dann entsprechend umbauen. Aber das ist jetzt... Ja. Der Pedant mal wieder. Gut. Was ich natürlich machen könnte, wäre ja noch den zwischenzeitlich begeben. Also Zwischenfutter. Hier alles voll, hier alles gut. Und hier kommen halt, hier sind so unsere ersten Motoreinheiten. Sie sind drin. Yes! Das klappt. Okay. Nächste. Nach den Motoreinheiten kommen die elektrischen Dinger hier. Dafür brauchen wir Zahnräder. Die haben wir da massig rechts neben uns. Und Eisenplatten natürlich. Wie der, wer hätte es auch anders sein sollen. Das heißt, jetzt müssten wir hier doch mal eine Abzwickung mitmachen. Mal gucken. Nee. Dahin.
Und wir müssen dann einmal hier unter durch und brauchen dann wieder. So, ein paar davon. So, da kommt es dann schon mal wieder hin. So, da haben wir die nächste Linie. Ich glaube, da müssen wir echt auf. Hier müssen wir langsam dann mit schnelleren Bändern arbeiten. Ja, das dauert, glaube ich, auf Dauer. Also auf Dauer dauert das viel zu lange und ich bin schon wieder rüber. Fuck! Bei 48 Minuten, was hatte ich geguckt? Okay, schnell, bist du gleich fertig. Jetzt aber. Okay, vielen Dank fürs Einschalten zuschauen. Wir sehen uns zur nächsten Folge wieder, wenn wir das hier fertig machen und dass wir dann bald Blaufläschchen kriegen. Ja! Bis dahin, tschüss!